zuschlägt und der Exportstopp betrifft Länder wie Bangladesch und Nepal, die dringend darauf angewiesen sind. Wir appellieren aber auch gemeinsam aus Stuttgart an Indien, seiner Verantwortung als G20-Mitglied gerecht zu werden. Exportstopp betrifft Länder wie Bangladesch und Nepal, die dringend darauf angewiesen sind. Wir empfehlen, auch das eine konkrete Beschluss hier, das Thema beim Treffen der G7 Staats- und Regierungschefs zu adressieren, bei dem Indien bekanntermaßen zu Gast sein wird. Wir appellieren aber auch gemeinsam aus Stuttgart an Indien, seiner Verantwortung als G20-Mitglied gerecht zu werden.